Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen lustigen Runde von The Forest. Ja, hier steht schon mein Haus und ich weiß jetzt gar nicht, warum denn hier mein Fenster fehlt. Ja. So wollte ich das doch haben. Und nicht anders. Ich habe jetzt überlegt, da noch eine Einheit vorne dran zu bauen. Jetzt machen wir das erstmal alles weg. So eine Länge praktisch nochmal dran. Ja, dass das auch irgendwie funktioniert. Hier andocken. Und jetzt hoffe ich doch, dass das irgendwie sich wieder so. Halt, nix Fenster. Wer will eine Fenster vorne? Eine Tür, Mensch. Blödes Fenster. Braucht kein Mensch. Wirst du wohl. Hallo? Was ist das schon wieder jetzt? Kannst du nicht. Boah! Das regt mich schon wieder auf. Nein! Oh, Leute. Was ist denn das? Kann er nicht einfach hier so da dran? Nein, nicht oben. Junge. Oder hier dran. Jetzt geht das auch wieder nicht mehr. Na, das ist wieder krumm. Nochmal durchdrehen. Scheiße, zu weit. Ah. Kann man das so lassen? Weg. Wieso dockt das manchmal an und manchmal nicht? Muss man das verstehen oder eher nicht? Jetzt versuchen wir es halt mal so. Ich stelle aber gerade fest, Unkraut wächst wieder in meinem Haus. Was erlauben die sich eigentlich? Gebüsch in der Wildnis. Sind die verrückt? Wie lege ich das jetzt da dran? Na, immerhin, das hat funktioniert. Das auch. Das auch. So, jetzt haben wir aber hier wieder. Das sieht doch wieder scheiße aus. Was habe ich jetzt gelöscht? Ein Teil von der Wand hier. Vor allem, oh nee, wie ich es hasse. So, jetzt haben wir hier Boden. Wenn auch sehr. Warte mal, kann ich das obere löschen vielleicht? Ja, das. Geht wohl nicht anders. Jetzt haben wir halt diesen Hubbel drin, so ein bisschen. Auch geil. Mal hier versuchen. Ja, das geht auch. Ah, der Dreckstein, der muss natürlich auch sein, ne? Ganz wichtig. Schmeiß mal den mal raus, der nervt nämlich nur. Mal hier noch eine Ladung hin. Das ist halt sehr ungleichmäßig. Oh, was hat denn der immer den Dreckstein in der Hand, Mensch? Nerv nicht. Da liegt schon wieder einer. Alter. Wer legt mir Steine in mein Haus?
Wieso kann man nicht einfach irgendeine Taste haben, die sagt, okay, leg dich flach hin oder sonst was? Da muss das immer so kompliziert sein. Versuchen wir es hier nochmal. Nee, das gefällt mir nicht. Muss ja nicht perfekt sein, aber... Das ist doch scheiße. Der Anfang hat so gut funktioniert. Das ist wieder krumm. Mann, ich will doch einfach nur eine gerade Wand haben. Das kann doch nicht wahr sein. Leck mich! Vor allem jetzt. Hä? Wollte ich doch gar nicht da haben, ey. Kann man das nicht irgendwie steuern, dass das andockt? Ist das wirklich so scheiße schwer gemacht? Dass man da echt keine Möglichkeit hat, das irgendwie, ich sag mal, zu provozieren, oder? Liegt es jetzt an dem letzten Stück, was ich dazu gebaut habe? Jetzt warte mal. Machen wir das nochmal weg. Boden auch weg. Zack, zack, zack. Scheiß Stein, weg mit dir. Will kein Mensch. Da klimpert's. Irgendwo kommt was. Axt raus. Wo? Da. Okay. Dann stirbst du jetzt. Fräulein Blutarsch. Und tschüss. So. Also auf der Länge hatte ich es ja ursprünglich. Moment, das müssen wir mal schauen. Hä? Ach so, das ist der Boden, der so komisch aussieht. Nochmal weg. So, warte mal. Eins, zwei, vier Einheiten. Und was haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier. Jawohl. Versuchen wir das nochmal zurückzusetzen. Aber irgendwie... Oh, nervt nicht. Bleibst du stehen? Wenn du mir schon auf die Nerven gehst, dann stirb wenigstens wie ein Mann. Frau. Egal. Und tschüss. Okay. Noch ein Versuch. Junge. Beim Bauen lasse ich mir das ja gefallen, aber wenn ich am Planen bin, ist das ganz schön lästig. Bleib tot. Ach, nach außen andocken geht, aber nach innen nicht, oder was? Das ist ja sehr erfreulich. Ihh. Mach das weg. So. Ach, mich nervt das schon wieder. Ich hätte es einfach so lassen sollen. Na, weil jetzt ist es hier wieder krumm. Da wieder krumm. Ich versuche mal was. Moment. Neuladen, das regt mich auf. Aber wenn es jetzt nicht anders geht, jetzt versuche ich mal das, ob es so möglich wäre, den Boden vernünftig zu legen. Weil wenn das klappt, dann lasse ich das so. Dann mache ich es halt nicht größer. Vielleicht ist die Stelle auch einfach kacke, weil eben ist das nun wirklich nicht. Aber ich dachte echt, dieses tolle Docking-System. Das funktioniert mittlerweile ganz gut, aber falsch gedacht. So, Steinchen alle raus. Weiß zwar nicht, ob die wirklich stören, aber ich will nichts riskieren. So, jetzt müssen wir mal irgendwo anfangen. Oh, wie das immer rumspringt, ey. So. Genau. So. Ja, das haut nicht ganz hin. Da fehlt immer ein Stück.
Jetzt versuchen wir es mal weiter. Ach komm schon. Nur hinlegen, es kann doch nicht so schwer sein. Ja, so, aber dann fehlt in der Mitte wieder was. Ich will doch keinen breiten Gang oder so einen Dreck in der Mitte haben. Ah. Nein, das ist scheiße, mach das weg. Junge, wo ist jetzt das Problem? Ich verstehe. Ist es wegen der Tür oder? Soll ich jetzt hier mal ein normales hinbauen? Macht er denn jetzt? Jetzt kann ich es gar nicht mehr drehen, oder was? Doch. Machen wir mal die Tür weg. Das Spiel macht mich so fertig, ey. Manchmal frage ich mich echt. Jetzt kann ich es nicht mal mehr platzieren. Manchmal frage ich mich echt ernsthaft, ob ich das überhaupt noch spiele. Early Access, Alpha hin und her, aber es kostet halt vor allem viele Nerven. So. Geht das jetzt so einigermaßen gerade durch? Naja. Mehr schlecht als recht, aber... Aha! Aha! Aber es geht hier wieder ein Spalt. Scheiße! Der wird immer breiter. Jetzt geht der Boden hier fast schon ein Stück zu weit drüber hinaus. Das ist doch auch kacke. Aber Moment, vielleicht habe ich eine Idee. Ich lege den jetzt einfach mal fertig. Sofern das funktioniert. Machen wir mal hier hin. Hier hin. Dahin. Oh, die Steine, ey. Wie mich halt jede Kleinigkeit gerade aufregt, ne? Das ist echt höchst bedenklich. So. Das sieht jetzt zwar leicht scheiße aus, aber ich habe da eventuell eine Idee. Wenn es das nicht noch schlimmer macht, das Ganze. Es ist nur die Frage, wie kriege ich die Mitte hin? Soll ich da jetzt noch ein zweites hin und hoffen, dass es dann da andockt? Tatsächlich. Tatsächlich. Okay, dann können wir die Lücke nämlich schließen in der Mitte. Eigentlich eine gute Idee, immer so Hilfsdinger hinzustellen. Dann könnte ich das eventuell anders lösen. Moment, machen wir das mal weg. So. Jetzt stelle ich das ungefähr so hin. Genau. Jetzt ist hier mehr oder weniger zu. Jetzt muss ich nur das Richtige erwischen. Ja. Und hier müsste jetzt halt noch eins hin, damit das einigermaßen schließt. Nein. Nein. Alter. Bisschen drehen. So vielleicht. Oh. Nee, zu weit. Noch ein Anlauf. So, ist jetzt zu. Nee, das gefällt mir auch noch nicht, aber ein bisschen korrigieren. Shit! Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt fehlt hier wieder ein Teil, das ist auch kacke. Wie ich das so ohne weiteres wieder hin?
Natürlich nicht. Warum denn auch? Wäre ja zu einfach. So, noch ein Versuch. Ja. Jetzt bauen wir aber hier wieder eine Lücke, weil das ein bisschen arg schräg geworden ist. Boah, ich sag's euch, das ist so nervtötend. Jetzt hab ich wieder was Falsches erwischt, oder was? Ja, natürlich. Das dockt überhaupt nicht mehr an. Und die Blätter. Habe ich die nicht gerade erst alle weggehauen? Oder war das vor dem Laden? Wieso nimmt er jetzt die Axt nicht in die Hand? Er nimmt überhaupt nichts in die Hand gerade. Gar nichts. Keine Waffe mehr in die Hand nehmen. Cool. Wer braucht schon Waffen? Immerhin die geht. Aha. Ja gut, ich meine, so kann man eine Axt auch halten. Ah, mal die scheiß Taschenlampe aus. Naja, solange er irgendwie damit zuschlägt, ist ja egal. Versuche ich das nochmal auf die Ebene zu setzen mit dem hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben schön fett viele Bugs mit eingebaut. Mit dem letzten Patch. Da ist Zeug dabei, das kannte ich bisher gar nicht. Also wirklich richtiger Murks. So. Muss ich schön nach oben gucken. Dann löscht es auch nicht aus Versehen wieder. Jetzt fehlt hier noch so ein ganz kleines Stückchen. Das heißt, wir bauen das jetzt mal nochmal hin. Und zwar dahin. Dann wollen wir nochmal austesten. Nee. Das reicht beim besten Willen nicht. Bisschen näher dran. Eventuell vielleicht so. Ah, könnte eventuell gerade so. Oh ja, du hast keinen Stein, merkst du es nicht? Ein kleines bisschen noch. Ach, halt die Schnauze. Wenn ich jetzt einen Stein in die Hand nehme. Ne, das ist total verbuggt, ey. Wenn ich jetzt angegriffen bin, ne? Oder angegriffen werde. Mal den Bogen in die Hand. Geht gar nichts mehr. Was ist das denn, ey? Er macht ja echt gar nichts mehr. Ja, Junge. Axt, nicht Stein. Merkst du es nicht? Junge. Warte mal. Bin ich eigentlich doof? Kann ich das nicht hier irgendwie? Ich meine, das ist doch wohl Hilfslinie genug, oder? Naja. Ganz perfekt muss es ja auch nicht sein. Aber annähernd. Ja, toll, jetzt werde ich angegriffen und ich hab diesen hässlichen Bug. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, danke für den Hau, für die Haue. Na, das muss man aber wissen. So, da sind ein paar Freunde. Versuchen wir es mal wieder mit Molotows. Kann ja was werden. Guck mal, ich krieg nicht mal die Flaschen zusammen, ey.
Scheiße. Schrecklich. So, dann gucken wir noch mal, was die Knaben vorhaben. Alter, ich und Molotows. Nein! Axt raus! Also zwei brennen. Nein! Du solltest doch tot sein. Der Feuerschaden, das juckt die gar nicht mehr. Autsch! Ich habe gerade gewisse Probleme, Leute. Ist gerade echt nicht mehr schön. Kann er jetzt nicht mal umfallen? So, tot. Oh, und die frisst den. Ich töte sie mal lieber, bevor sie auf dumme Ideen kommt. So, und ich sehe schon, wir leben hier echt auf sehr, sehr dünnem Eis. Oder bewegen uns auf dünnem Eis. Hartes Pflaster hier auf jeden Fall. Das heißt, ich werde es mal anfangen, so ein bisschen was aufzustellen, um eventuell ein bisschen Schutz vor diesen Vögeln zu haben. Also ich könnte mir ja hier mal so eine Fackel hinstellen. Gut, die Fackel selbst schützt mich jetzt unmittelbar auch nicht. Ah, der nächste, oder was? Oh, ich habe noch eine Lizardhaut. Soda. Bisschen Snack. Boah, das ist ja total buggy. Nee. Du musst schon herkommen. Nein. Nein. Komm. Ah, die haben den Feuerschaden so fett genervt. Das juckt die gar nicht mehr. Selbst wenn die brennen, dann rennen die weiter auf dich zu. Und haben großen Spaß daran, dir zu sagen, Edge, das macht mir gar nichts. Ich habe immer das Gefühl, jetzt mittlerweile, wenn ich die anzünde, dann kommen sie erst recht und wollen mich töten. Bis vor dem Patch waren sie wenigstens noch brav und sind dann irgendwann gestorben. Aber das? Das ist nicht schön. Und das auch nicht. Reicht immer noch nicht aus. Ach, gehen wir nicht auf den Sack. Also die Planungsphase ist natürlich umso schwerer, wenn die dauernd kommen. Aber irgendwann könnte ich die Lage dann auch mal im Griff haben. So, jetzt war es wieder zu weit. Gratuliere. Na, wenn es einen Orden gäbe für Fehlschläge beim Bauen, ich würde ihn bekommen. Da war es ja einfacher, die große Festung hochzuziehen. So, jetzt ist es minimal krumm, aber das ist... Wieso kann man eine Tür auf den Boden bauen? Das ist doch dumm. Wer macht denn sowas bitte? Falltür oder was? Junge, nerv nicht. So, passt das so? Nee, passt nicht. Wieder krumm. Und zwar total. Machen wir die Hilfswand weg. Also Hausbau ist echt eine lustige Angelegenheit in diesem Spiel, wirklich. Also total geil. Ich habe es mir nie so spaßig vorgestellt. Hä? Wie sieht's denn aus jetzt? Kann man das so lassen? Ist wieder krumm. Freunde! Es ist wieder krumm. Kann doch nicht wahr sein. Ja. Immer ein Stück zu weit. So vielleicht. Ganz vorsichtig antippen. Ich glaube, jetzt kann man es lassen. Ja. Also ich will das Haus ja nicht verkaufen. Im Gegenteil.
soll ja mein Eigentum bleiben, sprich, scheißegal, ob die jetzt irgendwie etwas schlecht gebaut ist, die Hütte. Oder eben nicht. Warte mal, es ist hier eine Lücke, Alter. Von wegen. Vor allem 10-mal daneben geklickt. Auch nicht schlecht. Ja, komm. Wie gesagt, einen Schönheitswettbewerb will ich mit der Bude nicht gewinnen. Solange das so buggy ist, ist das eh schwierig, ein vernünftig aussehendes Häuschen hinzustellen. So, und das, was hier drüber raussteht, das machen wir nochmal weg. Boah, das dauert ja länger als mit meiner Festung. Das war echt einfacher. So, stellen wir das mal dahin. Reihe so ein bisschen zu. Na, jetzt habe ich hier das Falsche gelöscht. Komm schon, lass mich nicht im Stich jetzt. Dock an, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Dann machen wir es halt wieder so, mit ein bisschen Hilfe. Ja. Okay. Oh, nervt nicht. So. Noch ein Versuch. Also ich finde die Stelle immer noch gut. Aber die Planungsphase ist halt schon ganz schön hart. So. Nee, das wird auch nichts, glaube ich. Oder? Geht das überhaupt? Der nimmt es gar nicht an gerade. Ich will doch nur ein einfaches, blödes Haus haben. Und ich habe mir schon überlegt, mit zwei, drei Stockwerken oder so. Wenn das alles so läuft, dann gute Nacht. Wieso geht das jetzt? Ja, Alter. Da war's doch. Na. Auch halt die Schnauze, jetzt kommt schon der nächste, ey. Die nächste. Sind verdammt viele im Moment. Die halten zwar alle nichts aus, lenken aber trotzdem ab. Sag mal. Jetzt habe ich hier auf den Popo gehauen. Ja, nein, ja. Aber setzt er das heute noch hin? Ey, das Interface ist sowas von buggy. Das ist mir noch gar nie so aufgefallen jetzt. Ja, komm, das ist okay. Das ist gut. Das war schlecht. Oh Mann, ey, je mehr Fails ich hier bringe, desto krummer wird das Haus. Aber das kann man noch lassen, okay. So, diese Hilfsmauer kommt weg. Jetzt brauche ich hier praktisch noch zwei Stück. Die können wir auch wegmachen, wenn es denn mal klappen würde. Ja. Und hier ist auch noch ein bisschen, wo nicht bedeckt ist. Das müssen wir auch noch machen. Eigentlich können wir ja fast noch mal eine komplette Linie ziehen. Oh, das war jetzt okay.
Ja, das kann man so lassen, okay. Mal so hin. Und eventuell, nein. So, ja. Ja, doch. Okay. Also so langsam wird's. Ne, über zweites Geschoss und so weiter machen wir jetzt erstmal keine Gedanken, weil das funktioniert ja nicht mal so, wie ich mir das vorstelle. Mit dem Erdgeschoss. Natürlich Materialverschwendung hoch 10 jetzt, was ich hier mache, aber... Halt. So. Ja, war doch gut. Ja. Okay. Ah. Ist die Lücke jetzt komplett zu? Ja. Alles klar. Gar nicht so einfach, Freunde. Gar nicht so einfach. Habe ich noch was zu essen? Ja. Sollte ich vielleicht mal machen. Wo ist denn mein Lagerfeuerchen? Hier. Dann wollen wir doch mal was auf den Grill hauen jetzt. Also wenn man da noch den Boden dazu baut und das Ganze drumherum, das ist echt puh. Hätte ich nicht gedacht, dass das so, vor allem so nervenaufreibend sein kann. Aber gut. Dann ist es halt so. Der Grundstein ist somit erstmal gelegt. Das erfreut mich. Stopp! Wir müssen uns echt ein bisschen aufrüsten jetzt, weil, ja, ihr habt es ja gesehen, die Angriffe, die werden immer mehr. Beziehungsweise reißen nie wirklich ab. Daher sollte man natürlich so ein bisschen vorbereitet sein. So, wieder ein Feuerchen. Oh, da sind ein paar Lizards. Varanus Salvator. Pfui! Nein, nein! Nein, 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 nein. Wow! Scheiße! Nein! Medizin, Medizin, okay. Ah, am eigenen Feuer wieder verbrannt. Was ist da was drin? Mann, hör auf zu brennen! Da waren keine Medis drin. Wo sind denn die jetzt? Na egal. Ja. Ich habe so das Gefühl, wir werden in nächster Zeit öfter Medizin brauchen. Das heißt, ich werde da jetzt gleich mal die Koffer. Also eigentlich ist das praktisch. Das war mir, als ich hier gesagt habe, ich baue hier gar nicht so bewusst, dass ich ja direkt die Koffer dann immer neben dran habe. Ist auch ganz cool. Ja, da sind hier wieder die Niagara-Fälle. Alter, das sieht so krass hässlich aus. Unglaublich. Tennisball, yay! Verpiss dich. So, irgendwo habe ich es doch kreischen gehört. Wo seid ihr denn, Freunde, hä? Wer will's wissen? Und wo und wann? Na, ist wurscht, ich gehe jetzt erstmal speichern. Bevor ihr noch was in die Hose geht. Inklusive schlafen. Aber es ist immer noch dunkel, weil hier alles voll ist. Scheiße! Na, warte.
zumindest mal so ein bisschen anzünden. Aber ich hab's ja gesagt, die Flaregun ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Allzweckwaffe und Garant für Sicherheit ist vorbei. Wenn die nämlich in der Zeit, in der sie brennen, nochmal herkommen, können die ganz schön Aua machen. Wo sind die jetzt hin? Gestorben oder verschollen? Ersteres wäre mir ehrlich gesagt lieber. Ah ja, da liegt einer. Ich glaube, die sind tatsächlich alle tot. Ah. Anstrengend ist das hier. So, dann noch ein Versuch, die Nacht zu beenden irgendwie. Vor allem die Folge auch irgendwann mal, fällt mir gerade so auf. So, jetzt ist hell, alles klar, gespeichert. Ich werde die Folge hier, wie gesagt, beenden und dann geht's morgen weiter. Und dann hoffe ich, dass ich noch ein bisschen Vorräte zusammenkratzen kann und dann endlich mal anfangen kann, das Holz hier reinzuwürgen in die Hütte. Und eventuell noch ein, zwei Fallen aufzustellen. Effigy wäre auch noch schön, ich habe so viele Ideen, da rennt schon die nächste. Egal, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, Leute, ciao.